Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge von Sim Airport. Ja, heute bauen wir mal hier einerseits natürlich diesen T-Strang, wo dann nachher die ganzen Gates dran hocken. Was ich dann aber jedoch festgestellt habe, die Rollwege, die können sozusagen nicht jeden Block einrasten, sondern die haben nur ein bestimmtes Raster, wo man die einlocken kann, zeige ich jetzt mal. Also ich könnte jetzt nicht sozusagen ein Block tiefer die Rollwege ansetzen, sondern wirklich nur einmal die Breite von dem Rollweg. Deshalb würde ich jetzt einfach schlicht und ergreifend mal mit den Landebahnen beginnen. Die Frage ist, was ist denn prinzipiell besser? Eine Betonlandebahn? Und die Landebahnen sind doch eigentlich alle aus Beton, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ah, muss im Erdgeschoss sein. Entschuldigung. Das macht natürlich mehr als Sinn. So. So kurz für alle Flugzeuge. Kommen da echt noch Flugzeuge hinzu? Ja, da kam jetzt gerade eins dazu. Welches? Die A333. Okay, was immer das für ein Flugzeug ist. So. Wir machen das jetzt einfach mal so lang. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Bahnen. Lieber so weit entfernt. So, jetzt haben wir hier 3-6 Right und 3-6. Ne, 3-6, sorry. Und hier die 1-8 Left und die 1-8 Right. Genau, sehr gut. Jetzt. Wie genau wollen wir das eigentlich machen? Wenn wir jetzt einfach mal sagen, bis hierhin etwa, also bis hierhin etwa geht das Gebäude, dann kommt das Gate, dann kommt ja, muss ja ein Rollweg kommen und dann nochmal ein Gate. Das ist ein bisschen arg viel, hätte ich gesagt. Okay. Muss im Erdgeschoss sein, das macht natürlich mehr als Sinn. So. Wir verbinden die jetzt erst einmal. Dann. Machen wir hier. Oh, wie heißt das? Heißt das Taxiway? Ich weiß es leider nicht. Die parallel verlaufende Rollbahn heißt, glaube ich, Taxiway. Aber pst, ich weiß es nicht so ganz. Ach je. Okay, also dann schauen wir mal nach Gates. Ich würde das jetzt mal echt probieren mit diesen Gates außen. Das heißt, ich hätte da die ganzen XL hätte ich an die Gebäude geklatscht, direkt. Genau, die XL an die Gebäude geklatscht. Und dann haben wir noch L und S. S ist die Größe. Nee. So, mit 1 Abstand zum Taxiway. Wenn das Taxiway heißt. Ja. Ja.
Blibla. Ich hätte jetzt einfach hier 1 Abstand. Außen 1 Abstand. Dann wäre das hier. Und hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann hätten wir wieder 1. Das machen wir mal so. Dann nehmen wir mal Rollwegrichtung. Okay, wenn ich jetzt hier sozusagen den Rollweg mache und ich würde dann an der Seite ein XXL hinmachen, dann wären wir bei der Breite. Dann kann ich das Gebäude maximal so breit machen. Das dürfte eigentlich reichen, weil dieses langgezogene, wo die ganzen Gates sind, das ist, glaube ich, nicht immer so groß. Also das ist halt, das ist nicht so breit gezogen, meine ich. Also ich wollte ja eigentlich 2 Rollwege machen. Weil ich wollte jetzt hier nach oben und dann direkt daneben nach unten. Aber dann ist die Frage, ob die Flugzeuge sich nicht irgendwie im Weg rumstehen. Aber dann würden die auch. Okay, pass auf, ich probiere das jetzt mal. So. Ah, da ist der Zaun im Weg. Not really wegen einem Block. Ja, save mal. Was das geht. Nee, das machen wir mal nicht. So, machen wir das jetzt mal. Okay, da kann ich noch keine Rollwege hinbauen. Dann halt nicht. So, sieht jetzt zwar echt ein bisschen doof aus. Sollen wir auch hier überall so Abgänge machen? Ich bin komplett überfragt. Machen wir einfach mal. Ich hab keine Ahnung. So. Wir könnten ja sagen, eine Runway ist nur für die Landung und die andere ist nur für den Start. Ich hätte sogar prinzipiell gesagt, wir bauen hier oben, wir bauen die hier, bauen wir dann aus. Machen wir zu einer längeren Runway. Für was brauche ich eigentlich? Ich brauche eigentlich, wenn ich 2 Landebahnen habe, dann brauche ich auch 2 Startbahnen, oder? Wie funktioniert denn sowas? Habt ihr den Zaun dahin gebaut? Jawohl. Sehr schön. Dann könnten wir doch mal den Zaun hier wegmachen. So. Weil dann kann ich nämlich hier meine Rollbahn fertig machen. So, habt ihr fertig? Sehr schön.
So, dann würde kommen Gate XL. Wie funktioniert denn das jetzt genau? Weil die brauchen doch alle sozusagen wie so ein Busterminal. Da muss ich mir auch noch reinlesen. Ich könnte das bis ganz hier ran machen. Würde das Sinn machen? Nee, eigentlich nicht, wa? Das würde eigentlich echt wenig Sinn machen. So, dann machen wir mal ab hier. Boah, bis da hoch? Nee. Machen wir nicht, oder? Okay, Moment. Abbrechen. Cannot cancel. Oh nein. Oh nein. Ja. Eins weiter unten. So einen halben weiter unten. Demontieren. Demontieren. Hey, ich wurde doch erst gebaut. Oh Mann. Ja, ich hätte es hier bauen müssen. Hallo? Ah. Demontieren. Hier hätte ich es hinbauen müssen, ja. So, also gut. Ihr braucht da schon lang zum Demontieren, wa? Seid jetzt nicht so die schnellsten. Habe ich das jetzt eins nach unten gesetzt, um dann noch eins hinzusetzen? Ich glaube ja. Okay. Sehr gut. So, wo brauchst du exklusiv eine Fluggesellschaft zuweisen? Oh. Unsicheren Pfad anzeigen. Erweiterungen. Treibstoffanschluss. Okay. Default, Zuordnung zu. L1, kurz Overlay. Ne, jetzt wollen wir nicht. Okay. Ich denke dann aber mal, du brauchst genau hier. brauchst du sozusagen den einen Gebäudeteil. Das ist die Frage, wenn wir jetzt, sag mal, wenn jetzt hier unten eins dran wäre, dann würde das nicht gehen. Wenn so eins dran wäre, würde es gehen. Weil du brauchst nämlich auch im Stockwerk 2. Brauchst du nämlich auch. Huch, nee. Access. Okay. Also, dann machen wir mal. Fundament. Hey, Fundament. Hier brauchen wir ein Fundament.
Und gleichzeitig auch noch das hier. So. Dann fangt mal an. Jetzt haben sie das fertig. Kann ich den hier nicht im Personaleingang nehmen? Ach ne, die sind noch gar nicht fertig. Das Fundament brauchen wir selbstverständlich auch nochmal im Obergeschoss. Oh, okay. Vier FPS sind das Fundament so groß. Ja, einfach mal 2,6 Millionen einfach mal raushauen. So. Schön. Dann baut mal los. Hier müssen wir noch mal schnell ein Fundament reinmachen. Dann haben wir doch schon was Gutes geschaffen für die nächste Folge. Ja, sehr schön. Hier sozusagen unseren Hauptgate-Teil. Jetzt wollen wir mal gucken, wie viele Gates wir da unten noch reinkriegen. Nur ein Erdgeschoss möglich, das macht auch Sinn. Ach ne, jetzt ist es eins zu breit. Oh. Ah! Eins zu breit, das ist so unglaublich.
Oder so? Oh nee. Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Nee, abbrechen, abbrechen. Oh. Oh. Nee, hier, Gate XL. Wenn wir das jetzt hier hin machen würden, dann wäre das da und das da. So. Sehr gut. Ja, dann machen wir das doch auch noch schnell. Damit die hier glücklich sind. So, solange ändern wir mal kurz Gates. So, wir fangen mal hier an. Das ist Gate A1. Das ist Gate A2. Das ist Gate A3. Das ist Gate A4. Das ist Gate A5. Das ist Gate 6, das ist Gate A7, das ist Gate A8, das ist Gate A9, das ist Gate A10, und das ist Gate A11. Hier außen machen wir dann einfach B. 2, 3, 4. 5, 6, 7, B8 und B9. Sehr gut, dann die Wand wieder löschen. Hier das so. Ja, dann bauen wir hier oben oder hier nach hinten bauen wir das Busterminal. Dann haben wir doch schon mal eine gute Grundlage geschaffen, finde ich jetzt. Meinungen können sich ja auch unterscheiden. Die Gates kommen dann ja auf jeden Fall nachher dann weg, denn der Platz wird ja hier nachher sowieso für die Abreise benötigt. So. Genau, dann die Landebahn wird hier noch wahrscheinlich bis hierhin oder bis hierhin verlängert. Ja, dass wir. Ja, die, ich glaube, die machen wir für beides und hier machen wir eine für Landen, eine für Starten. Oh, ist interessant. Die Asphalt, die kann mehr Seitenwinde wie die Beton. Hätte ich vielleicht doch lieber die Asphalt genommen. Ja, ansonsten, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns, bis dann. Ciao.